Ja, Mahlzeit, Freunde. Kurzes Video zwischendrin. Richie ist da und hat was mitgebracht zum Anschauen. Mahlzeit. Ist eine Fremdware. Ja, aber geil. Scheißegal. Geil, ne? Wer kennt sie, schreibt es drunter. Hier, aus der guten DDR. Ist schon krass, gell? Mit der DDR, da kann ich mich angewöhnen. Das Ja, ist da sieht man, aus einem guten volksdeutschen Betrieb kommt das Modell. DDR, wir gucken mal rein. Ach nee, verwechselt, sorry, ist doch nicht DDR, ist proudly made in United States of America. So, hier vorsichtig aufmachen, dieser Karton. Ja. Also ist ein Custom, kommt nicht mal mit Pouch, aber vielleicht machen wir noch einen Pouch dazu. Weil es ist Externität, das erklären wir gleich. Genau, ja. Gibt Dann es nur zwei erzähl Stück? du mal, ich versuche das Ding schon mal unbeschadet da rauszukriegen. Gut, das ist das, was ich schon fotografiert habe. DDR Expendables Aber guck mal, das ist 2021. doch falsch geschrieben. Expendable. Das war doch, du, das ist wie bei den Great Expendables. Eastern, die roten, weißt du, die Mangel haben, die werden von den Sammlern ja Das ist ja, gesucht. das ist ja dann noch teurer. Ja, das ist Schreibfehler hat er da gemacht. Eine Fehlprägung, ja. Expend Papa Doubles. Dat. Also Fehlprägung, ne? Extra exotisch. Es passt ja zu Tools for Gents, zu Tools for Dent Edition. Fehlprägung, ich brech ab. Das ist ja ein Riesenklopper, oder? Auf den Bildern sah ja, das Ding richtig riesig. groß aus. Hey, das ist Riesending. 10 Inch. Alter Schwede. Alter Schwede, da könnte ich meinen, es ist wie diese übergroßen Cold Steels, diese Espada, so wie die heißen, mit den 5,5 Inch. Aber die Szene, die da im ersten Teil war, auf diesem Basketballfeld, die ist natürlich legendär, oder? Das ist das Messer. Das ist das Messer, wo er damit erstmal verprügelte die 6 Typen, weil einer hat ja von die denen seine Schnecke Freundin angemacht, ne? verprügelt. Und ja. Boah, geht das leicht? Ich habe jetzt echt gedacht, da muss ich jetzt so richtig. Nee. Dass da. Das, also die Qualität ist schon top. Alter Schwede, ich muss ja nur berühren, das Scheißding springt raus. Guck mal den Stopp hier an. Ich muss, glaube ich, wegen ran, weil ich habe hier den. Ich mache den Schatten vom Mikrofon hier. Mal diesen Klingstopp hier. Und was ist an dem jetzt nochmal anders? Ah ja, polierte Bolster, ne? Ja, also jetzt ist es da so, gibt's die dadurch, gar dass nicht. wir schon ein halbes Jahr drauf warten, der war ja 3 Monate im Krankenhaus, dem hat es ja mit Covid total erwischt. Der war intensiv 6 Wochen Boah. und dann hat er 3 Monate nichts machen können. Wir haben ja schon im November bezahlt und bestellt. Und jetzt hat er uns eben für die 2, die gekommen sind, hat er uns die Polster und, glaube ich, die Griff. Guck mal, die Seiten sind auch spiegelpoliert, glaube ich. Genau, poliert, ja. Also die Polster und auch die Scales hat er uns extra spiegelpoliert. Boah, geht das runter. Das macht das Ding natürlich noch ein bisschen wertvoller. Was hast du gesagt vor einem Monat? Oder vor ein paar Wochen. Ah ja, das wird jetzt weniger. Die Kisten hier werden weniger. Die Maria moniert, weil ich wieder Ware mitgebracht habe. Ich bin gemeckert. Ich habe ja gesagt, moniert. Alter, ist das ein Ding? Guck mal, das ist bei mir fast ein Zweihänder. Das ist ein Klappschwert. Das ist bei mir ein Siebefinger. Also das ist mal was für jemand, wo sagt, mit so kleinen Messern kann ich nichts anfangen. Ich brauche ein großes Messer. Alter Scholle, ey. Gestern ist aber leicht, gell, für die Größe, ne? Titan halt alles, oder? Dann die Klinge. Die ist nicht so stark. Was hat die? 3 mm, 3,5, ha? 3,5 mm? Kann ich, weiß ich auswendig jetzt gar nicht. Aber es ist nicht so extrem. Das ist halt was zum Einstechen, weißt du, das Ding. Holy shit. Krasses Teil. Ist halt was für die Sammler, ne? Das ist natürlich dann. Ja, der Chris Mountain hat mich gerade angeschrieben und Ja, sagt schon, das ist wir machen gerade ein Video, habe gerade das Bild geschickt. Kannst du mir ganz schnell mal da hinten aus der Schublade auf der Oberschule meine Schieblehre holen und mein Zentimeter? Weil das verdeutlicht vielleicht nochmal wegen so die Abmessung, wenn man das dann, kann man vielleicht auf den Fotos manchmal oder auf den Videos gar nicht erahnen, was man. Wo ist das in der Schublade? Ja, zieh das Oberste raus, da oben drauf liegt die Schieblehre, ja, weil die geht und? Sonst schon klein. Und eins tiefer liegt mein ausziehbarer Zentimeter. Aber denn irgendwas zum Vergleich mal, was ein Dick oder irgendwas? Das ist natürlich schlecht, weil das ist ein ganz kompaktes Brotteck. Aber wir haben bestimmt gleich was, wo passt.
Ah, hol mal meine Messertasche bitte noch unter der... Vielleicht irgendwas, was man halt kennt. Warte, ich habe da ein Dings, ein wie heißt es vom Güdi, ein... Du, ich habe ja, wir können das THC ja mal zeigen, das neue. 13 cm, nur die Schneide hier bis zur Phase und bis zur Klinge. Guck mal da hin bitte. 13,5 bis zur Spitze. Und Gesamtlänge fast 30 cm, so 29,3. Guck mal, das ist kleiner. Das Sauspol vom THC. Guck mal, das ist ein Baby dagegen. Das gibt's ja nicht. Guck mal das an. Das sind die neuen jetzt mit Hohlösen. Ab heute im Shop. Also heute ist der 1. September. Das weiß ich nicht, wann der Dennis das hochlädt. Weil die so, ja, das machen wir nachher gleich klar, weil das so überdimensionierte große Hohlösen sind, wie normalerweise ja nicht so groß, aber das sieht gerade cool aus, gell? Ja, auf das haben sie alle gewartet jetzt. Aber wir haben nur 5. Alter, das ist echt geil. Das ist auch ein heißes Messer, oder? Aber das ist natürlich klopper, ne? Das gucken wir nochmal, Klingenstärke. Naja, ich habe nicht schlecht geraten mit 3,5, 3,7. 3,7 mm auf der Schneide, vielleicht lässt sich das erfassen. Ja doch, noch kräftige 0,6. Also muss man keine Angst haben, wenn man mal was damit schneiden sollte, dass es ausbricht. Krasse Tante. Ja, der hat ja das dann in diesen Basketball reingeschlagen, dann dieses Messer, bis zum Anschlag. Also das kann, da muss man aufpassen, dass es nicht durchgeht. Ne? Ja, aber dadurch, dass Fremlog ist, hält das natürlich. Der hatte das auch voll in die Faust genommen. Also das ist wirklich eine legendäre Szene. Aber ich glaube, nur in der Szene sieht man das Messer. Auf einer anderen Szene schmeißen sie mit irgendwelchen anderen Messern rum, mit so Wurfmessern. Aber das, glaube ich, gab es nur in dieser Szene. Krasses Muster hat man jetzt so auch noch nie gesehen, ne? Diese Art von Fräsungen. Ich habe auch gesehen, innen drin, in den Griffen ist auch noch poliert. Wie heißt es? Gibt es auch bei den Uhren auf den Platinen? Ja, wie heißt es? Genfer... Meselis Genfer Streifenschliff, das ist das Runde. Nee, das ist nicht Streifenschliff, das ist Sonnenschliff. Sonnenschliff. Also, so wie der Rainer Grösche das macht, das ist 200 Mal pro Seite schön mit dem Schleifer rein und eben dieses Muster machen. Krass. Größenvergleich, wir können hier das Dings daneben machen. Ich meine, in Güdi, seine Messer sind auch nicht klein. Nee. In Güdi, seine Messer sind auch nicht klein, ne? Ja, das ist ein... Guck mal, mein Blech. Sie heute, guck mal hier. Mein Harmony. Boah, das sind die neuen, oder? Ja. Ja, also das sind jetzt nicht die neuen. Richie sehen halt schon wieder dreckig aus, gell? Ja, das ist halt bei mir mit alles... Ah, ne, das war das letzte, gell? Das ist das Kleine. Das ist das Kleine, genau. Aber heute kommen ja die anderen neuen. Jetzt kommt das Neue. Jetzt machen wir gleich Premiere hier bei dir im Video. Guck mal, hier. Hanna Selena Selection auch noch. Echt? In grün. Weil das ist ihre Farbe. Ja, ja, und dann ist es auch noch, das ist extra noch bearbeitet. Das ist noch Stonewashed, die Titangriffe. Nice. Ah. Ist ja 42A. Ich denke gerade, das funktioniert nicht, kaputt. Flipper fehlt, aber klar. Okay. Ist auch ein Klopper eigentlich. Ja, das geht so in... Oh ne, sogar noch ein bisschen. Alles, was vom PMP kommt, Millimeter, da gibt es nichts Kleines. Außer natürlich die Harmony und das User. Das war also ein paar Millimeter, längere Klinge und ein paar Millimeter längerer Griff. Also ganz ordentliche Größe. Geil. Die liegen auch richtig geil. Ist auch ein wenig schön fest, da brauchst du keine Angst haben, dass es irgendwie, ne, von allein aufschnillst. Ne? Die denn ist brutal. Aber du kriegst, also wenigstens. Klar, wer natürlich ich krieg's, wir kriegen es als Profis mit einer Hand auf, klar. Ja, aber wenn du jetzt das wirklich mitnimmst, dann machst du einfach die Schraube ein bisschen zu und gut ist. Geile Handlage, ne? Und es ist nicht übertrieben stark, die Klingenstärke, ne? Was hat sie hier maximal? 3,3? Nee, 3,5 glaube ich ist es. Oder also 3,3. Ja, aber das ist ja gut. Da hast du wenigstens nicht so ein Brecheisen, sondern das Ding ist... Ja, durch die Swatch oben ist es, ne? Sowieso, wirkt es nicht so brutal. Das wirkt nicht so brutal. Und die sind aber ausgeschliffen, du. Ja, also das die macht er schon gut, der Max S, muss man schon sagen. Die Harmonies sind ja auch so... Das ist jetzt 0,2 mm nach der Schneidphase. Ja, also das Ding schneidet. Die Dinger, wir müssen mal einen Schneidtest machen. Geht aber im Flachschliff runter. Ja. Im Flachschliff auf 0,2 mm. Also das ist ja eigentlich ein Sabergrind, oder? Das ist ja ein Rasiermesser, Alter. Und trotzdem M390.
Ja. Und geht von 3,3 auf 0,2 mm runter. Und es gibt nur 100 Stück insgesamt, auch mit den 20 Grünen von der Hanna Selina. Eine ganz feine sekundäre Schneidphase, ne? Alter, das ist ja, das muss ja hauen. 0,2. Und keine Öffnungshilfe. Keine Öffnungshilfe, so auf jeden Fall keine mechanische Öffnungshilfe. Also sind einige Sachen geändert worden. Guck mal, hier auch die Phase hier beim Lok ist wesentlich angenehmer gemacht. Hinten der Bereich ein bisschen geändert worden. Also das Messer ist aufgewertet worden durch die fette Phosphor-Bronze-Wascher, ne? Ja. Keine Kugellager. Ja immer schon. Und richtig massiv, die gehen raus bis zum Klingenende. Das heißt, du hast eine brutal gute Kraftverteilung bei seitlich wirkenden Kräften, ne? So wie die Chris Reeve Knives. Krass. Geiles Teil. Geile Handlage. Clip. Oh ja, der ist stramm. Also da brauchst du keine Angst haben. Wenn du das Messer erstmal in die Hose geklippt hast, das verlierst du nicht. Die Brandi schreibt gerade, THC bringt wieder was Neues. Die Leute fragen schon wieder, wo das... Ein Klassik Frito mit Full Flat. Ja, hast du gesehen, die haben sie aber maximal ausgefressen noch drin, um das Gewicht auch noch ein bisschen runterzukriegen, gell? Ja, also diesmal, die sind es auch leichter wie die sind nicht wie das so, Vorgänger. Obwohl es ein großer Klopper ist, es wirkt durch diese lange Swatch, wirkt die Klinge etwas schlanker, sportlicher. Und dann hast du natürlich Titan noch maximal ausgefräst, kriegst das Gewicht noch ein bisschen runter. Ja gut, runter. 20 Gramm ist es jetzt weniger wie das Vorgängermodell. Ja, aber gut, bei dem Messer ist 20 Gramm viel. Ja, also wie gesagt. Deshalb macht man den Unterschied zwischen ohne, ist mir eigentlich zu schwer oder ja, richtig geil. Ja, ist 170 Gramm, jetzt in anderen waren vorher 190 so. Und im Dreh. Boah, nicht schlecht heute Abend wieder, du. Da haben wir was zum Angucken. Die Griffe sind natürlich endzeit geil, ne? Die großen Hohlösen, sogar poliert, ne? Schön zentriert. Hier Mikata natürlich super sicherer Griff mit roten Muster drauf. Das ist natürlich geil. Das ist ein Monster. Packen wir mal wieder ein. Custom-Modell, aber die hier sind schon im Shop, gell? Ja, seit gestern. 100 Stück nur. Insgesamt, mehr gibt es nicht. Von allen zusammen nur von den zusammen. Alle Stück. Zusammen nur 100? Also von den 42A, von der TFG Edition. Ja. Insgesamt auch mit den 20 von der Hanna gibt es nur 100 Stück. Mehr gibt es nicht. 100 Stück nur? Im Nachhinein ärgere ich mich, die sind wirklich so geil. Ich hätte mehr bestellen sollen, aber es war damals der Run mit den Flippern, waren halt insgesamt 300 und wir haben halt die 100 bestellt und die Flipper sind alle in den USA. Alles in die USA, ja. Gut, dann können wir mal gucken, dass wir viel von denen hier behalten, weil das ist cool. M390, 3,3 mm runter auf 0,2, limitiert auf 100. Das ist auch ein schönes Grün zum Beispiel, aber wir haben noch andere Farben, oder? 7 Stück. 7 Farben? Ja. Wow. Das heißt, von den meisten Modellen gibt es eh nur 10 Stück. Okay. Ich glaube, da müssen wir noch ein extra Video machen, wo wir nur die vorstellen mit den Farben. Cool, aber das soll schon kurz gewesen sein für euer kleines Backstage-Vlog, genau. Und hier mit der... Also nicht wundern. Mit dem Baba-Papa hinten drauf. Sollte das irgendjemand kaufen, hat er wahrscheinlich das exklusivste aller DDR-Messer aller Zeiten. Expander Doubles. Prost. Prost, haut rein, Jungs. Ne? Schön. Ich wollte schon sagen, schönes Wochenende, aber wir sind mitten in der Woche. Nee, Bergfest gerade. Wir feiern gerade das Bergfest. Genau, Bergfest mit alkoholfreiem Perlenbacher. Extra herb. Und schmeckt gut. Lidl lässt grüßen. Okay, ciao, Freunde, macht's gut. Bye, bye. Tschüss.